Ja, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video. Heute schauen wir uns Sugars Erbe Nummer 7 Dies an im DLC Dead Kings von Assassin's Creed Unity. Das Ganze findet ihr hier rechts oben auf der Map und ich zeige euch jetzt, wo ihr die verschiedenen Stationen dieses Rätsels findet. Des lichten Tages Leitsterns, unperfekter Bruder, eine Blüte so nah und fern wie mein Doppelgänger. Ja, dieses Rätsel verweist im Endeffekt direkt auf die Nähe. Ihr müsst nur das Gebäude, vor dem ihr gerade sowieso steht, noch hochklettern. Ich zeige euch das Ganze mal in der von oben Perspektive, aus der Vogelperspektive. Ihr werdet es gleich sehen, dass wir hier an der Seite im Endeffekt einfach nur hochgeklettert sind und dort findet ihr bereits die zweite Station dieses Rätsels. Ja, und das zweite Rätsel, wir werden es gleich sehen, lautet wie folgt. Wir sind 7 an der Zahl zum Turm des Tages unseres Herrn von Saint-Denis Höchsten, sein Fuß erstrahlt, noch heller. So, den dritten findet ihr im Endeffekt tatsächlich am Fuß dieser Kirche, wie das Rätsel schon besagt hat, im Endeffekt ein ganz kleines wenig weiter vorne und im Endeffekt auch nicht weit weg. Dort findet ihr hier das dritte und letzte Rätsel, unter dem Zenit niemals ward Wasser aus dem Taufbecken Heiliger so hell erleuchtet. Und was sollte das anderes bedeuten, als dass natürlich der letzte Teil des Rätsels in Saint-Denis direkt drin ist. Ihr seht es hier, ihr müsst lediglich weiter hochklettern. Ihr werdet es gleich sehen, ich bin nicht auf der untersten Etage, sondern ein bisschen weiter oben. Ich würde euch raten, von da, wo ihr vorstandet, einfach an diese Stelle hochzuklettern. Ich zeige euch das gleich nochmal. Dann findet ihr hier das Taufbecken und da ist dann der Abschluss des Rätsels. Und hier an dieser Seite habt ihr einen relativ guten Weg nach oben. Ja, ich hoffe, euch hat dieses tolle Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, subscribe meinem Channel, lasst ein Like da und wir sehen uns dann in einem weiteren Video wieder. Das war's von mir, macht's gut, bye bye, wir sehen uns.